Ist das Information? Oder kann das weg? Der Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüther. Die Nachrichten. Nachrichten. Ja, und damit wieder herzlich willkommen bei Ist das Information oder kann das weg? Dem Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüther. Gerald, guten Tag. Ich grüße dich, hallo. Gerald, wir wollen uns heute eine erstaunliche Geschichte angucken, die Forscher in der Nähe von Puerto Rico herausgefunden haben. Genauer gesagt auf einer unbewohnten, von Menschen unbewohnten Insel, muss man sagen, namens Cayo Santiago vor der Küste Puerto Ricos. Dort wohnen Rhesusaffen. Und die verhalten sich, man möchte fast sagen menschlich, wenn es denn so ist, darüber müssen wir gleich reden, verhalten sich irgendwie ganz toll. Da gab es den Hurricane Maria. Der hat eine ganze Menge Bäume weggehauen auf dieser Insel Cayo Santiago. Und das heißt, die Ressourcen für diese Affen sind extrem knapp geworden. Da gibt es viel Sonne, Nähe von Puerto Rico, ungefähr 40 Grad am Tage und deutlich weniger Schatten, weil es die Bäume weggehauen hat. Und was machen diese Affen? Die rücken näher zusammen. Was berührt uns daran? Ich finde das eine ganz fantastische Geschichte und du musst noch dazu sagen, dass diese Affen normalerweise ziemlich aggressiv sind und dass die ständig miteinander kämpfen. Also, die verhalten sich wirklich menschlich. Die verhalten sich furchtbar menschlich. Und man könnte dann denken, naja, das ist eben nun angeboren. Würde wahrscheinlich auch jeder sagen, das ist ein artspezifisches Merkmal. Revierverhalten, Kampf. Und dann plötzlich haut es die Bäume weg, der Schatten ist weg und es wird ihnen zu heiß und dann versammeln sie sich unter den noch verbliebenen Bäumen und nun, halte dich fest, lernen die miteinander umzugehen. Und zwar nett. Diese ganze Aggressivität verschwindet, die rücken zusammen, die werden sozial. Das heißt, da ist plötzlich durch eine Umweltkatastrophe ein neues Sozialverhalten entstanden, was vorher gar nicht sichtbar gewesen ist. Das heißt, die hatten im Grunde genommen in sich diese Fähigkeit, als soziale Wesen interaktiv und konstruktiv miteinander umzugehen, wie wir Menschen auch, angelegt. Aber es ist nicht zum Tragen gekommen, weil es in der Welt, in der sie damals lebten, es durchaus gewisse Gründe gab und vorteilhaft war, sich miteinander zu streiten. Das haben sie dann auch tapfer gemacht, solange bis die Bäume weg waren und es auf einmal zu heiß geworden ist. Und jetzt ist das ja so, das wächst ja nun nicht so schnell nach. Und dass die dann vorübergehend mal zusammenrücken, das kennen wir ja auch, das machen Menschen ja auch. Also denken wir an irgendwelche Flutkatastrophen oder irgendwas, dann hakeln wir uns unter und versuchen gemeinsam durchzukommen. Aber die Bäume kommen so schnell nicht wieder. Und deshalb ist das Interessante an der Studie, dass die dann wohl nach einem Jahr oder so nochmal nachgeguckt haben und da waren die immer noch sozial. Das heißt, es geht gar nicht wieder weg. Und wenn das dann über ein paar Generationen so geht, bin ich sicher, dass selbst wenn dann die Bäume wieder wachsen, sich an dem Verhalten dann auch gar nichts mehr ändern wird. Das heißt, die haben was Neues gelernt. Ist das wirklich, Gerald, und das trifft mitten in dein Fachgebiet, ist das wirklich was Neues oder ist da was angelegt im Affen und vielleicht ja auch im Menschen? Denn diese Rhesusaffen sind uns ja sehr ähnlich. Die werden ja auch sehr gerne als Laboraffen benutzt, eben weil sie uns so ähnlich sind. Ist da was angelegt in uns, was den Menschen eben nicht dem Menschen zum Wolf macht, beziehungsweise den Affen nicht dem Affen zum Wolf macht? Nee, das Besondere an dieser Studie ist ja, dass hier Affen etwas können, was man ihnen nie zugetraut hätte. Also bei Menschen hätte man ja noch gesagt, naja, wir müssen das lernen und ein vernünftiges Bildungssystem und ein bisschen raus aus dieser Konkurrenzsituation und dem ganzen Wettbewerbskram und dann ist uns ja diese Fähigkeit gegeben, auch konstruktiv miteinander umzugehen.
Den Affen hätte man das nicht zugeschrieben. Da hätte man gesagt, ne, das sind Tiere und die bringen das nicht und die sind eben so aggressiv und sieht man ja überall und Wettbewerb und Konkurrenz und das ist eben hier bei diesen Affen genetisch verankert, hätte man gesagt. Und das ändert sich, das kann sich nicht ändern, höchstens durch eine Mutation. Aber hier ist keine Mutation passiert, hier sind nur die Bäume umgefallen. Und es hat offenbar einen Lernprozess gegeben. Einen dramatischen Lernprozess. Ich meine, das musst du dir mal vorstellen, dass die ihr gesamtes Leben bisher in Konkurrenz und Wettbewerb und Abgrenzung verbracht haben. Also ein Konflikt nach dem anderen, wie bei uns. Und dann auf einmal sind die Bäume weg und dann führen die ein soziales Leben, was darauf hinausläuft, dass sie sich am Ende womöglich auch noch gegenseitig unterstützen, so gut das Affen eben so können. Also das ist eine Dimension, wenn man die auf den Menschen überträgt und dazu gibt es ja, das ist ja mehr als berechtigt, dann ist das für mich eine sehr hoffnungsfrohe Vision. Die Frage ist nur, was muss hier bei uns passieren, weil da wird es nicht reichen, dass die Bäume umfallen. Das wäre meine nächste Frage. Also am Bäume weg arbeiten wir ja als Menschheit, aber das ist ja nicht die Lösung unserer Probleme. Brauchen wir sowas wie eine Maria, einen Hurricane, ein Ereignis, das uns sozusagen wieder die Füße auf den Boden bringt, dass wir uns besinnen? Oder wie können wir Menschen denn einen Impuls finden, uns so zu verhalten, wie es diese Rhesusaffen tun? Ja, die Arbeitsweise des Gehirns wird ja bestimmt davon, dass wir Menschen oder auch die Affen immer den Weg suchen, der dazu führt, dass sie weniger Energie verbrauchen. Und dieses Sitzen in der Sonne ist sehr unangenehm. Das geht ihnen dabei nicht gut. Im Hirn feuert alles durcheinander und ruft ihnen zu, such hier irgendeinen schattigen Platz und dann müssen sie diese andere Verhaltenstendenz, die in ihnen bisher dominant gewesen ist, soweit unter Kontrolle bekommen. Das heißt, sie müssen ihre eigene Aggressivität oder ihr Kampfverhalten und ihr Wettbewerbsverhalten soweit umbauen, dass das nicht mehr zum Tragen kommt. Und die Frage ist jetzt, was bei uns Menschen passieren müsste. Da wissen wir, dass einfache Naturkatastrophen immer nur dazu führen, dass man vorübergehend zusammenrückt und anschließend ist wieder vorbei. Jetzt haben wir zum Beispiel sowas wie die Klimakatastrophe. Das wäre jetzt sowas Ähnliches, wie wenn die Bäume alle umfallen. Da ist aber nicht zu erkennen, dass wir dadurch zusammenrücken. Also bisher muss man eher sagen, da fangen die Streitigkeiten erst richtig an. Jetzt geht es darum, wer das verursacht hat und dann muss einer dem anderen mit Druck klar machen, dass er sich gefälligst jetzt anders zu verhalten hat und die Chinesen sollen jetzt endlich aufhören, so viel Dreck in die Luft zu pusten oder so viel CO2. Und da fängt jetzt das große Gestreite an. Die einen meinen, es liegt am CO2, die anderen sagen, das liegt nicht am CO2. Und da siehst du, wir Menschen sind noch nicht so weit. Und die Klimakatastrophe scheint nicht das Geeignete zu sein. Und vielleicht ist es auch so, dass unter solchen Bedingungen, wo es noch andere Optionen gibt, man dann immer die anderen wählt. Und die heißen, jemand muss schuldig gesprochen werden, jemand muss verurteilt werden, jemand muss dazu gebracht werden, dass er sich endlich so verhält, wie man das wünscht. Für die Affen gab es keine anderen Optionen mehr. Bäume weg und Schatten weg und aus die Maus. Und da mussten sie zusammenrücken. Da warte ich noch, dass uns sowas passiert. Du sagst, wir Menschen sind nicht so weit. Ist es nicht vielleicht so, dass die Klimakatastrophe noch nicht so weit ist? Sie lässt sich ja noch ignorieren. Die Diskussionen zum Beispiel um 3,5 oder 4 Grad Erderwärmung, die Diskussionen über Städte, die nicht mehr bewohnbar sind, das sind ja alles Dinge, die noch nicht Lebensrealität noch nicht wahrnehmbar sind für die meisten Menschen. Wir müssen uns sehr abstrakt mit dem Thema Klimabedrohung jetzt beschäftigen, Klimaveränderung. Und das ist anders, als wenn ich als Affe auf dem Baum sitze und es ist 40 Grad und ich muss in den Schatten. Ja, da hast du sicherlich recht, aber trotzdem bleibt die Problematik so, dass
es welche gibt, die mit der Klimakatastrophe etwas besser zurechtkommen. Also wir hier zum Beispiel in den gemäßigten Bereichen. Und den meisten Leuten ist das scheißegal, dass da irgendwelche Menschen in der dritten Welt oder in gefährdeteren Gebieten ihren Lebensraum verlieren. Hier fehlt gewissermaßen der Druck, der uns zu einem Umdenken führt. Und ich glaube nicht, dass, wenn das Ganze noch schlimmer wird, dass es dann eventuell dazu führt, dass wir auch an die anderen denken, die unter den klimatischen Veränderungen dann so furchtbar zu leiden haben, sondern da werden sich diejenigen, die es besser getroffen haben, die werden dann sagen, naja, also das ist nicht so unbedingt jetzt mein Thema. Und das ist auch die ganze Zeit schon so. Also man müsste sich fragen, gibt es denn irgendein Thema, was die Menschen gleichermaßen überall auf der Welt berührt? Und da hätte ich was Nettes anzubieten. Wir sind im Augenblick überall auf der Welt dabei, die Kinder großzuziehen, die eigentlich nicht mehr lebensfähig sind, also inkompetent sind, die wahrscheinlich nicht in der Lage sind, das, was vorangegangene Generationen aufgebaut haben, auch wirklich zu erhalten. Es gibt jetzt ein wunderbares Buch, das nochmal deutlich macht von einem Amerikaner, wie sehr die Einführung der digitalen Medien und insbesondere der Smartphones dazu führt, dass sich das Gehirn dieser Kinder hoffnungslos umvertratet und dass die mit der Realität des Lebens überhaupt nicht mehr zurechtkommen. Die finden sich wunderbar in ihren Chatrooms und in den weiten Sphären des Internets und der virtuellen Welten zurecht, aber nicht mehr im normalen Leben. Das heißt, die können kaum noch miteinander reden, die können kaum noch lesen, schreiben und rechnen, weil das alles mit diesen Geräten geht. Und jetzt kommt ja noch die künstliche Intelligenz dazu, die nimmt uns jetzt den Rest auch noch ab. Und dann könnte es passieren, dass wir irgendwann alle überall auf der Welt feststellen, dass wir dabei sind, unsere Grundlage zu verlieren. Denn wenn keine Kinder mehr in der Lage sind, das, was vorangegangene Generationen aufgebaut haben, auch weiter zu entwickeln und auch zu erhalten, dann sieht es schlecht aus für die Menschheit. Ich bin geneigt, dieses Statement von dir jetzt erstmal einschlagen zu lassen. Das ist ja doch ziemlich heftig. Ist das wirklich innerhalb einer Generation schon so, man möchte fast sagen apokalyptisch, dass man sagt, jetzt verlernt die Menschheit das Menschsein, nur weil da so ein paar Apple-Geräte durch die Gegend gucken? Die Menschheit hat doch auf der anderen Seite, und du hast das ganz am Anfang erwähnt, auch immer wieder unter Beweis gestellt, dass die Mitmenschlichkeit, das Füreinander-Dasein, die Solidarität in schwierigen Situationen, wie zum Beispiel Flutkatastrophen, sehr tief angelegt zu sein scheint. Dann rücken wir zusammen, dann helfen wir einander. Es ist nachgewiesen zum Beispiel, dass nach dem großen Hurricane Katrina in den USA alle Berichte über Plünderungen alles Unsinn waren. Dass die Menschen sich gegenseitig geholfen haben, dass es unsere Nachrichten, ich sage es jetzt mal ungeschützt, Geilheit, im Grunde dazu geführt hat, dass wir uns mit solchen Negativnachrichten beschäftigt haben, dass die Menschen aber im Gegenteil unheimlich solidarisch waren, sich gegenseitig geholfen haben. Kann das in einer Generation verschwinden und entwickeln wir uns dann tatsächlich, besteht diese Gefahr hinter Rhesusaffen zurück, die offenbar das ganz schnell lernen? Nicht wieder zurück, sondern erstens ist es so, dass wir natürlich Informationen suchen, die unser gegenwärtiges Weltbild bestätigen. Und dieses Welt- und Menschenbild heißt, ohne Druck, ohne Wettbewerb, ohne Konkurrenz und ohne, dass man den anderen über den Tisch zieht oder auf irgendeine Art und Weise besser ist als der andere, geht es nicht. Also jedenfalls unser gegenwärtiges System geht so nicht. Wenn man das ändern möchte oder wenn man sich fragt, wie könnte sich das ändern, dann kann man sagen, ja, es ist in den Kindern ja Mitgefühl angelegt. Also das gibt es eine ganze Reihe Studien, die das auch zeigen, dass Kinder sich so verhalten, dass sie dieses Zusammenleben ermöglichen. Das heißt, die wollen andere unterstützen. Der primäre Impuls ist Unterstützung und nicht den anderen wegzudrängen. Wenn sie das dann später tun, dann liegt das daran, dass sie in ihrem Familiensystem oder wo immer sie unterwegs sind, gelernt haben, dass das eine gute Methode ist, um auch wieder Energie zu sparen, indem man sich zum Häuptling macht.
Und damit ist diese Wettbewerbsmentalität und diese Vorstellung, dass es darauf ankommt, sein Leben so zu gestalten, dass man dann der Gewinner ist, etwas Erworbenes. Ich nenne das immer, das ist Teil des Ich-Konstrukts. Aber das ist gelernt praktisch. Das ist gelernt. Und damit man das kann, muss man förmlich auch sein angeborenes Mitgefühl unterdrücken. Und das können manche so gut, dass da nichts mehr davon übrig ist. Also ich erinnere nur an Auschwitz. Da ist sozusagen jegliche Form von menschlichem Mitgefühl so weit unterdrückt, dass dies gar nicht mehr zugänglich ist. Trotzdem ist es so, dass dieses Mitgefühl ja immer nur hirntechnisch überbaut werden kann. Also die Bereiche, aus denen dieses Mitgefühl mal beim Kinde noch generiert worden ist, werden später durch andere Netzwerke, die oben drüber gebaut werden, so weit unterdrückt, dass es nicht mehr hochkommt. Und jetzt kommt die Antwort auf deine Frage, wenn man aber in eine Situation kommt als Mensch, wo es einen tief im Inneren berührt, dann kriegt man wieder Zugang dazu. Und deshalb habe ich jetzt auch auf die Kinder abgehoben und nicht auf die Klimakatastrophe. Die Kinder wären etwas, was uns alle zutiefst berührt. Zuschauen zu müssen, wie Kinder sich nicht mehr im Leben zurechtfinden, ist etwas, wo die meisten Menschen sagen, das wollen wir nicht, das geht nicht. Und das berührt sie auch. Und deshalb habe ich mehr Hoffnung, dass über diese Beobachtung und die Wahrnehmung dieser gegenwärtigen Tendenzen, die dazu führen, dass unsere Kinder ihre Lebenskompetenzen verlieren, dass Menschen sich davon irgendwann doch hinreichend berühren lassen und ihre eigenen egozentrischen Interessen und die Erhaltung ihrer gegenwärtigen Vorstellungen und Aufrechterhaltung ihres Lebensstils hintanstellen zugunsten der Kinder. Dann käme sozusagen, dann hätten die über diese innere Berührung und wieder Zugang zu ihrem Mitgefühl, und das würde dann diese Gesellschaft sehr grundlegend verändern. Die Art und Weise, wie sie miteinander umgehen, wäre dann so ähnlich wie das, was wir bei diesen Rhesusaffen sehen, wenn die Bäume alle weg sind. Ja. Nun gibt es doch, ich glaube, in allen Gesellschaften, zumindest ist es auch ein globales Phänomen, viele Menschen, denen das alles zumindest auf eine unbewusste Art sehr klar ist. Und viele machen sich da auch sehr kluge Gedanken drüber, da werden kluge Bücher geschrieben. Und man kann sich ja mit dem Thema auseinandersetzen. Und es gibt Millionen und Abermillionen von Familien, die versuchen weltweit, ihre Kinder so zu erziehen, dass sie dieses Element der Menschlichkeit eben nicht verlieren, sondern dass es gestärkt wird. Heißt das, wir leben irgendwann in einer Zwei-Klassen- oder Zwei-Affen-Gesellschaft, in der die einen Affen zusammenrücken, wenn es schwierig wird, und die anderen Affen schubsen sich im Zweifelsfall vom Ast, wenn der Schatten knapp wird? Das ist eine Möglichkeit, ja. Früher war die Welt geteilt in Besitzende und Nichtbesitzende, Reiche und Arme. Und möglicherweise gehen wir jetzt in eine Entwicklung hinein, wo sich die Menschheit in zwei große Gruppen zerlegt. Die einen, die bewusst mit sich selbst, mit der Umwelt und miteinander umgehen. Und die anderen, die in dem alten Modus verharren und keinen Zugang zu diesen Bereichen in ihrem Hirn mehr finden, die ursprünglich ja mal angelegt waren und wo es um einen liebevollen, friedvollen, einander unterstützenden und konstruktives Zusammenleben geht. Ja, das wäre natürlich eine schwierige Situation, weil ich fürchte, dass im Augenblick die Mehrheit der Menschheit eher noch in die zweite Gruppe gehört, wo die Notwendigkeit, sich gegenüber anderen durchzusetzen, als so bedeutsam angesehen wird, dass sie dann nur schwer davon lassen können. Mit Vernunftargumenten ist dem Ganzen aus meiner Sicht nicht beizukommen. Das ist vielleicht die entscheidende Antwort auf deine Frage. Da kannst du 100-mal denen erzählen, wie furchtbar das alles ist und dass sie es anders machen wollen. Wenn es sie nicht tief im Inneren berührt, geht es nicht. Und das, glaube ich, haben viele noch gar nicht verstanden, vor allen Dingen die auch die Forscher und die Leute in den entsprechenden Abteilungen, die das dann in die Welt tragen, also auch Medienleute, die glauben immer, indem man das gut erklärt und indem man die
überzeugenden Argumente nutzt, würde das dazu führen, dass die Menschen das dann akzeptieren und annehmen und sich ändern. Nein, du kannst einen anderen Menschen nicht ändern. Das ist die große Erkenntnis, mit der ich zumindest nun endlich das war auch für mich nicht so ganz einfach, weil ich hatte auch immer mal gehofft, man könnte jemand anders ändern. Also es geht nicht. Der andere kann sich nur selber ändern und er wird sich nicht durch Argumente ändern, mit denen ich ihn unter Druck setze, sondern er wird sich dann ändern, wenn ich ihm es ermögliche, eine Erfahrung zu machen, die ihn wieder mit etwas in Berührung bringt, was in ihm tief im Inneren angelegt ist. Und das ist unsere Menschlichkeit, das ist unser Mitgefühl. Das sind all die Dinge, die eigentlich die digitalen Geräte nicht können. Ja, ja, und wir merken das ja beide. Du merkst es viel mehr als ich, wenn du auf Veranstaltungen bist, wenn du Vorträge hältst. Es gibt ganz viele Menschen, die wollen sich berühren lassen. Denen ist das schon klar, was da mit ihnen passiert. Und die suchen inspirierende Berührungen, die sie auch woanders hinführen. Die saugen das förmlich auf und das gibt Hoffnung. Das sind aus meiner Beobachtung nicht so sehr die Argumente, sondern ja, die wollen gesehen werden. Die wollen ernst genommen werden. Die wollen nicht, dass ihnen einer von der Kanzel oder von der Bühne oder im Internet oder in einem Buch erklärt, was sie zu tun und zu lassen haben, ja, sondern die müssen das Gefühl haben, dass es jemand auch gut mit ihnen meint, dass er sie sieht, dass er sie erkennt, dass er ihre Nöte erkennt, dass er vielleicht sogar so weit gehen kann, dass er sagt, ja mein Gott, wir sind alle Suchende, keiner weiß, wie es geht und jetzt müssen wir das gemeinsam rausfinden und plötzlich öffnen sich die Herzen, wie man das so schön sagt. Und dann sind die bereit, nochmal sich eben in dieser Weise, wie wir es eben beschrieben haben, berühren zu lassen. Jetzt ist, glaube ich, der Zeitpunkt gegeben, bevor wir so ein Abschlussurteil bilden, ob das Information ist oder das weg kann. Da erahnt man, glaube ich, schon, wo das landen wird. Aber was, glaube ich, ganz wichtig wäre, ist, dass jetzt uns der Hirnforscher nochmal erklärt, welche Bedeutung das alles hat. Es gibt sowas wie Epigenetik. Ich sage das mal als Laie. Wir Menschen lernen Dinge nachhaltig durch immer wiederkehrende Erfahrungen, die sich so tief verwurzeln, dass sie Teil auch unserer DNA werden und unseres Erbgutes und wir geben das weiter. Habe ich das mit all der Laienhaftigkeit, die mir zu eigen ist, richtig dargestellt? Das hast du völlig richtig dargestellt und diese Erkenntnisse aus der Epigenetik waren sozusagen der erste schwere Schlag für all jene, die an diese deterministischen Konzepte geglaubt haben, die uns bis zur Jahrtausendwende ja im Wesentlichen ständig eingeflößt worden sind. Und was diese Studie so wunderbar zeigt, ist, dass auch scheinbar veranlagte, also genetisch determinierte Verhaltensweisen bei Affen änderbar sind. Das heißt, wir bekommen hier einen Mutmacher erster Güte, der uns sagt, also wenn sich die Affen so verändern können und anders ihr Zusammenleben gestalten können, dann ist das absurd, daran weiter festzuhalten, dass das beim Menschen nicht geht. Es zerbrechen uns sozusagen unsere bisher über viele Generationen, also eigentlich erst mit der Kirche eingeführten deterministischen Konzepte. Da hieß es ja, der liebe Gott hat das alles so gemacht, das kann man nicht ändern. Und dann anschließend mit der Aufklärung und den Erkenntnissen aus der Biologie hieß es dann, das ist dem Menschen so angelegt, so ist er gemacht und das ist die DNA, das ist die Genetik, die ihn so macht und deshalb kann er sich auch nicht ändern. Und jetzt im 21. Jahrhundert lösen sich diese ganzen deterministischen Vorstellungen schrittweise auf. Und diese Affenstudie ist deshalb für mich so ein Musterbeispiel dafür, wie durch viele kleine Beobachtungen immer wieder deutlich wird, das war alles Blödsinn, was wir da geglaubt haben. Es ist alles veränderbar. Das ist vielleicht das Grundmerkmal des Lebendigen, dass es niemals fertig ist, sondern dass es sich immer verändern kann. Und ja, und nochmal, wenn das die Affen können, dann können wir das auch. In gewisser Weise dreht sich ja auch unser Verständnis der evolutionären Entwicklung
kehrt fast an den Ursprung zurück, wenn man weiß, dass der Mensch, wie wir ihn heute darstellen, der Homo sapiens, sich gegen viel überlegenere Formen, wie zum Beispiel den Neandertaler, durchgesetzt hat, weil er einfach kooperativer war, weil er besser miteinander umgehen konnte, weil er wie die Rhesusaffen eben zusammengerückt ist und gelernt hat, miteinander zu agieren, dann sind wir irgendwie wieder an einen Punkt in der Evolution zurückgekehrt. Aber das ist doch immer so, dass man sich unterwegs verirren kann. Das hat dann meistens auch gute Gründe. Und so haben wir uns erstmal aus Effizienzgründen eine Welt gebaut, in der es sehr hierarchisch zugeht, wo alles ordentlich von oben nach unten angeordnet werden konnte. Das war eine Zeit lang sinnvoll. Aber das ist eben jetzt, weil die Welt oder weil wir mit diesen hierarchischen Ordnungsstrukturen und dem, was sie hervorgebracht haben, so erfolgreich gewesen sind, haben wir die Welt so sehr verändert, und das geht auch nun immer schneller, dass jetzt die alten hierarchischen Ordnungsstrukturen nicht mehr funktionieren. Und hierarchische Ordnungsstrukturen brauchen immer deterministische Ideologien. Und jetzt brechen uns die deterministischen Ideologien weg, weil die hierarchische Ordnungsstruktur nicht mehr funktioniert. Und das ist ein Befreiungsschlag für die Menschheit, der ist wirklich aus meiner Perspektive unbegreiflich. Da tut sich was, und ich glaube, ja, das ist etwas, wo wir genauer hinschauen müssen, auch in Zukunft. Mit jeder Erkenntnis, die diese deterministischen Vorstellungen, so ist es und so geht es nicht anders, auflösen, machen wir einen Schritt in die Freiheit. Gerald, die Frage erübrigt sich fast. Ich stelle sie trotzdem. Ist das Information oder kann das weg? Nein, das ist eine der wertvollsten Informationen, über die wir bisher gesprochen haben. Und ich bin froh, dass wir beide dazu beitragen können, dass die noch ein bisschen bekannter wird. Und die liebe Leute, die ihr das hier hört, schickt das weiter. Das ist einfach ganz wichtig, dass Menschen diese Überzeugung ablegen können, dass sich nichts verändern kann, weil es alles irgendwie genetisch bedingt ist. Nein, es geht. Und die Rhesusaffen machen es uns vor. Ein wunderbares Schlusswort. Gerald, ganz herzlichen Dank. Ich danke dir. Alles Gute. Auch denen, die zugehört haben. Tschüss.